So, da sind wir wieder nach unserem kurzen Cut, sind wir wieder da. Und ich hatte mir überlegt, da ja vielleicht die meisten noch gar nicht so wissen, dass es Minecraft gibt, das kann man im PSN Store für 19 Euro kaufen. Ja, für 18,99. Und dann könnte man sich noch ein zusätzliches Skinpack kaufen. Das wäre vielleicht auch ganz interessant zu erfahren, so gerade zur Weihnachtszeit gibt es Weihnachtsskins. Wenn ihr euch Tim mal angeguckt habt, der hat so einen Weihnachtsskin, so einen Pulli, und den, das gibt's auch noch mal für 99 Cent dazu. Ja, das ist Steve mit so einem Weihnachtspulli. Ja, also auf CD, man kann das nur runterladen über den PSN Store, auf CD kaufen kann man das nicht. Vielleicht auch einfach noch nicht, vielleicht wird es auch gar nicht für mit einer CD gemacht, ich weiß es nicht. Kam ja auch insgesamt ziemlich plötzlich. Und ja. So, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter mit der zweiten Folge. Ja. Wenn ihr, ich zeige, ich wechsle jetzt mal den Skin, damit ihr das sehen könnt, wie einfach das geht. Nicht irgendwie jetzt Skin downloaden und dann einfügen. Ihr müsst auf Start, Hilfe und Option Skin ändern. Und dann habt ihr schon zu Anfang hier so eine schöne Auswahl. Hier der der Gefangene, der Schotte. Ja, und also hier sind schon vorgefertigte Skins eingefügt, ihr dann einfach verwenden könnt. Aber ich weiß gar nicht, ob man auch seine eigenen Skins machen kann. Ja, das weiß ich auch nicht. Das Spiel ist ja auch noch gar nicht so weit, ist ja gerade erst vorgestern rausgekommen. Es gibt auch so eine Probeversion, die kriegt man für umsonst, glaube ich. Ja, aber da könnt ihr nur das Tutorial spielen und das wird auch nicht gespeichert, also nee. Müsstet ihr das dann aber immer wieder von vorne anfangen. Ja, aber wenn ihr dann euch noch nicht so sicher seid, wie ist das Spiel, also ihr könnt das ja hier jetzt schon mal so in so einem Let's Show, Let's Play Mischung hier so ein bisschen sehen, wie ist das, ist ja der PC-Version recht ähnlich, bis auf die Steuerung. Also wir haben auf jeden Fall vor, ein paar Folgen, also viele Folgen davon zu produzieren, jetzt nicht so, nur so 5 Folgen als Let's Show, sondern wollen wir schon wirklich einige Folgen von produzieren. Ja. Ich finde aber, wir sollten jetzt mal so eine Art Mine oder irgendwie Rohstoffe einsammeln. Mhm. Da vorne sehe ich schon Kohle. Ich bräuchte mal Werkzeuge. Ja. Brauchst du Holz? Ich habe Sticks, also Stöcker. Brauchst du Steine oder was? Ja, Steine vielleicht für eine Pickaxe. Oder, was ich noch lieber hätte als eine Pickaxe, wäre eine Axt für Holz. Ach, eine Axt kann ich dir geben, Moment. Das sollte jetzt nicht das Problem sein, dir diese Axt zu geben. Es war schon ein bisschen benutzt. Ach so, da bist du ja. Ja, weil dann kann ich gleich ein bisschen Holz sammeln. So, dann kann ich dir auch ein paar Steine geben, dann. Ja, dann sammel du mal Steine, ich kümmere mich mal so ein bisschen um Holz. Ja, ich sammle Steine und da ein bisschen Kohle, bin ich auch schon dabei jetzt. Ja, und irgendwann können wir dann ja demnächst, wenn wir jetzt so ein paar Werkzeuge und so haben, gebastelt haben. Da anfangen, dann Mine zu bauen. Genau. Soll ich auch mal irgendwie ein Schwert bauen? 2 Schwerter. Ich kann ja eins. Oder hast du ein Schwert? Ein Schwert habe ich. Achso, dann baue ich mir mal nur eins. Also ich habe eigentlich alles außer außer ein Werkzeug da, diese für den Garten anlegen. Wie heißt das noch? Boah, jetzt bin ich hier runtergefallen, shit. So eine Feldhacke da, ne? Ja, so eine, genau. So. Und oben links im Bild könnt ihr auch sehen, was für eine Position wir gerade ausüben. Wir sind gerade gebückt. Wenn wir dann mal mit dem linken Joystick gucken. Wie ein Hühnchen hier. Ja, da wird dann auch angezeigt, wenn ihr lauft. Also
Das ist, ich finde das ein bisschen schwierig mit dem Laufen, da muss man dann die L3 so zweimal nach vorne dingsen, aber in der richtigen Geschwindigkeit. Ein bisschen schwer finde ich, aber das wird dann zum Beispiel oben auch angezeigt. Naja, aber das ist Gewöhnungssache. So, also mittlerweile habe ich es ja eigentlich schon fast drauf. Also es Die geht jetzt mittlerweile. Allgemein so finde ich besser als am PC. Ist so ein bisschen leichter mit dem Gamepad, mit dem Controller. Finde ich irgendwie leichter. War am Anfang auch eine Gewöhnungssache. Da habe ich immer so die falschen Tasten genommen. Ja, das geht irgendwann. Also am Anfang will man vielleicht was abbauen und setzt dann plötzlich Erde hin, das passiert am Anfang, aber mittlerweile, mit der Zeit, geht das dann irgendwann. Ja. Ja, noch so als Info zur jetzigen Folge, das wird so eine Doppelfolge, eine etwas längere Folge. Ich meine so 40 Minuten, ne? Ja, und die teilen wir dann in zwei Folgen. Das wird dann Folge 2 und 3. Ja. Also nicht wundern, wenn wir in Folge 2 nicht auf eure Kommentare antworten können, falls ihr Fragen habt, sondern dann erst in Folge 4. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Weil ich denke, dieses Thema ist schon jetzt so ein Produkt, das viele Fragen schafft, vor allem weil das so neu ist. Also schreibt gerne in die Kommentare. Wenn wir es nicht wissen, recherchieren wir für euch. Also ihr werdet wohl auf jeden Fall eine Antwort bekommen. Genau. Es wird gleich wieder Nacht. Ich habe jetzt so ein bisschen Holz gesammelt. Ich pflanze hier nochmal ein paar neue Setzlinge hin. Ja, ich habe jetzt hier so ein rohes Hühnchen und so ein rohes Schweinefleisch. Das brate ich. Ja, dann kann ich dir da auch noch was von abgeben. Ich habe ganz viel Brot gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie 15 Brote gemacht. Okay. Ja. Ich müsste auch diesen Dorfbewohner da aus dem Loch entfernen, wo die Schafe drin sind. Ja, also knechte den doch einfach. Ist doch jetzt auch auch nicht so schlimm. Ich meine, der steht ja im Weg. Ja, ich muss auch noch ein weites Loch irgendwann buddeln für irgendeine andere Tierart. Wir haben ja immer noch kein Bett. Ich denke mal, jetzt am nächsten Tag können wir dann langsam mal Betten machen aus den Schafen da. Ja, es wird jetzt auf jeden Fall wieder dunkel, aber... Ach so, ich kann ja noch mal gucken. Wir haben ja noch ein kleines Zeitfenster habe ich ja noch. Wir mal gucken, dass ich die Schafe da füttere. Da sind jetzt mittlerweile schon zwei Dorfbewohner drin. Sag mal, hast du schon hier ein paar Schafe? Hier ist auch ein Schaf ständig in der Wand. Ach, die sind da in der Wand. Ich dachte, wo sind ja, die weil darauf Platz zu wenig für die ist. Da muss ich irgendwann noch mal größer bauen. Das eine ist jetzt abgehauen. Wieso hauen die denn alle ab? Wie kommen die denn da raus? Die hüpfen hier raus, Mann. Halt, Scheiße. Guck mal, wie die in der Wand backen. So, ich hab jetzt das sieht ja echt geil aus. Ich habe jetzt noch mehr Schafe da gemacht, das heißt, am nächsten Morgen können wir schon mal welche schlachten. Wow. In deinem Haus ist schon wieder ein Dorfbewohner. Ja, solange es nur einer ist. Ja, bei mir ist auch einer drin. Es ist ein normaler. Ich dachte schon, es wäre wieder der altbekannte Schmied. Oh, Monster kommen jetzt langsam. Der Priester versucht in seine Kirche zu gehen. Ich bin ja hier ein netter Mann, baue ihm hier so eine Art Treppe. Ich habe da schon ein Skelett gesehen. Ja, mal gucken, die Nacht ist ja immer so ein bisschen langweilig, besonders wenn wir keine Betten haben. Ja, deswegen wollen wir ja schnell. Ich gucke jetzt hier mal ein bisschen rum durch die Nachbarschaft. Da fällt mir gerade ein, ich wollte ja Dingens machen, mein Dach auch so ausbauen, wie du das gemacht hast. Brauchst du Holz dafür?
Ah ne, das hast du ja bestimmt. Ich hab doch 37 Holz gesammelt. Ja. Ich muss mir nur eine Pickaxe noch machen. Bist du das hier in meiner Bude? Nee. Ich doch nicht. Was glaubst du das? Aber kannst gerne über Nacht hier bleiben. Ich meine, ich bin auch gastfreundlich. Ah, dem kann ich aber nicht zustimmen. Nein. Das Blöde ist nur, wenn wir beide in einem Haus sind, dann können uns die Monster einkesseln. Da die Creeper. Meinst du, ich soll noch einen Keller in mein Haus bauen? Obwohl, ich glaube, ein Dachboden reicht ja eigentlich schon. Ja, einen Keller, ich meine, brauchen wir nicht unbedingt, weil ich habe früher am PC immer den Fehler gemacht, diese Löcher für die Tiere, wo ich diese Tiere gezüchtet habe, immer im Boden unter meinem Haus zu machen, und das ist ultra nervig, dann die ganze Zeit mäh, 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 mäh. Oh fuck, hier ist ein Skeleton jetzt, der kann aber anscheinend, hat kein Zielwasser getrunken, wie man das so schön sagt. So, jetzt wollte ich hier noch Glas brennen. Damit man hier auch schön eine schöne Aussicht hat. Eigentlich könnte man von hier oben auch so einen schönen Balkon bauen. Könnte man machen, aber da kommen dann wieder irgendwelche Spinnen rauf und dann. Naja, aber es gibt ja Türen, also ist ja jetzt nicht so, als wenn es sowas nicht gäbe, ne? Ja, aber dann gehst du da irgendwie unwissend drauf, plötzlich wirst du so. Vor deinem Haus sind wieder irgendwie Creeper, also. Ah, ich hab da mindestens einen gesehen. Ja, da sind auch mehrere. Ah. Ey, manchmal bringt die Steuerung mich schon doch noch aus dem Konzept, aber. Ich hab da eine Leiter hingesetzt. Da oben, jetzt ist es hier drin echt schwarz. 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 Da ist überhaupt kein Licht mehr dadurch. Oh fuck. Nein. Was hast du denn gemacht? Lasst euch nicht von dem Skeletten runterschießen, ey. Ich war da gerade so schön am Bauen und dann wäre ich runtergeschossen. Oder da wollte dieses mit dem Laufen nicht mehr funktionieren. Ich konnte da auch irgendwie nicht weg. Ich war da wie angewurzelt, ne? Okay. Und dann war der Creeper ja auch noch da. Naja, mach mal. Die Sachen kriegen wir ja. Oh, da ist sogar ein Enderman da draußen. Oh. Zwar ein bisschen weiter weg vom Dorf, aber er ist da. Oh, oh, nicht in die Augen gucken. Oh, mein Haus ist jetzt auch nicht so beschädigt. Obwohl doch, scheiße. Das liegt jetzt hier alles so schön feinsäuberlich rum. Schön einsammeln hier. So wohlhabend sind wir dann wohl doch nicht, dass wir das alles weggeben können. Nee, noch nicht, aber irgendwann werden wir doch bestimmt ziemlich rich hier. Wenn wir erstmal eine Mine haben. Wir brauchen nur unbedingt Kohle und Eisen. Hast du eigentlich noch Fackeln? Ich hab noch 4 Fackeln. Warte mal, ich glaube, doch, ich hab auch welche in meiner Chest. Ja, ich hab noch 9 Fackeln in meiner Chest. Brauchst du zufällig irgendwie eine Leiter? Auch jetzt unbedingt mein Glas, weil diese blöden Viecher haben mein Glas zerstört. Hat der Creeper da dein Haus kaputt gemacht oder was? Ja, natürlich, ein bisschen noch mit beschädigt. Aber es geht gleich wieder. Aber wenn du direkt Glas machst, brauchst du Sand oder so? Ich hab Sand, dabei. Hier ist ja Wüste, ich habe jetzt auch Glasscheiben schon gemacht. Ach, du hast schon Glasscheiben. Ja, ich könnte auch 4 Glasscheiben gebrauchen hier für meinen. Kriegst du.
Kannst du die in meinen Chest tun unten? In deine Chest? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ja, zu dir rüberkomme. Ja, ist auch nicht so wichtig, dann mache ich das morgen. Also am nächsten Tag hier. Aber ich habe gerade so überlegt, rein theoretisch kann hier keine Spinne hoch, weil die kann ja nur gerade Sachen hoch und wenn dann auf einmal so ein kleiner Vorsprung kommt, dann kommt sie ja auch nicht weiter. Aber an den Seiten ist ja kein Vorsprung. Ja. Ist ja auch egal. Oh. Ach nee, das war zwei hoch hier mit Glas gewesen. Sah ja wieder aussehen wie vorher. Ich habe jetzt mittlerweile aus meinem Haus heraus schon richtig viel Stein gebaut und es wird auch gleich wieder Tag, sehe ich so. Gerade so zufällig. Ja. Ich habe hier, wenn ich hier fertig bin, habe ich wohl noch 10 Glasscheiben für dich übrig. 4 könnte ich gebrauchen. Ich brenne dann noch ein bisschen. Ach, wenn du nur 4 brauchst. Was wir auch gebrauchen können. Ach, scheiße. Vielleicht mal. Jetzt habe ich hier eine Glasscheibe gesetzt, obwohl sie da gar nicht hin sollte. Ich bringe dir jetzt 4 Stück. Ist irgendwo ein Zombie und der Enderman. Ja, der Dorf. Zombie ist bei den Schafen. Ach toll. Muss gucken, ob das 4 sind. Ja, sind, müssten 4 sein. Ja, sind 4. So, mein Haus ist bald repariert. Ja, jetzt gleich speichert das wieder. Ach so, das speichert gleich wieder. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber es ist ja gut, dass das nur so fast alle 20, 25 Minuten ist, also. Ja. Ist jetzt nicht so, als wenn es jede 5 Minuten wäre. Das wäre schon ziemlich scheiße. Ja, aber besser, als wenn es gar nicht speichert auch, ne? Ja, klar. Wenn das jetzt auf einmal abkratzen würde, das wäre nicht so schön. Ja. Vielleicht kannst du ja mal, wenn du bei Zeiten irgendwie so Bock hast, die Schafe da schlachten. Ja, wie viele denn? Nicht alle, ne? Haben. Ach, hier sind noch mehr Schafe, sehe ich gerade. Habe ich. Ja. Ich hole mal noch mehr Schafe. Ja. Aber außer Wolle bringen die ja eigentlich auch nichts. Ah, da ist auch eine Kuh. Kühe finde ich irgendwie am wichtigsten, weil die bringen ja Leder. Bei denen kann man Milch holen. Scheiße, jetzt habe ich mir aus Versehen so eine Holzpickaxe gemacht. Ey, das ist manchmal so das, was ich nicht leiden kann. Aber das Gute hier dran ist, dass man hier die Rezepte nicht im Kopf haben muss. Man kann hier einfach craften. Ich glaube, hier sind jetzt auch genug Schafe, dass man die schlachten kann. Und da ich hier jetzt gerade mal stehe, kann ich mich da auch drum kümmern. 1 2 Du müsstest nur sehen, dass du 6 Wolle rausbekommst. 3 4 5 Warte. Ja, 5 und 6 und 2 kleine Schafe, die jetzt noch wachsen müssen, sind da. Also perfekt. Hier, warte, ich gebe dir mal 3 Wolle. Ja, Moment, ich muss hier nur das Loch wieder zukleistern. Ach, kacke, das kleine Schaf ist abgehauen. Ist wieder in die Dingens reingeschubst. Bist jetzt da drin, oder was? Nee, ich bin hier draußen. Ich bin hier oben. Der kriegt die braune Wolle. So, die Wolle ist ja eigentlich egal. Ja. Hier liegt hinter dir. Oh, danke schön. So, willst du noch Holz? Brauchst du Holz? Nee, Holz habe ich noch. Alles klar, dann gehe ich mal neues Holz machen, weil. Nur ein bisschen Sand hier um diese Ausmaßen vom Creeper.
zu verdecken. Aber da bin ich jetzt dabei.